Aus einer Holzkiste schmeckt es besser. Ihr Schnuckis, wir stehen in die Markthalle. In die Supermarkt. In die Supermarkt. Und wir kaufen Sachen für Weihnachten und wir haben gedacht, wir nehmen euch mit und sagen euch die unmöglich große Auswahl. Das ist nicht unmöglich. Ich habe ein Problem. Weil? Ich kann mich nicht entscheiden. Was möchtest du? Ich möchte Mandarine kaufen. Aber ich weiß nicht, welche. Ich finde, die da sieht gut aus. Diese? Oui. Aber ich möchte die. Kann Dann ich die aus diesem Netz herausnehmen und in das andere hereintun? No, das geht nicht. Ihr Schnuckis, ihr seht, wir haben hier die größte Auswahl an Obst und Gemüse, die man irgendwo hier finden kann. Und jetzt, wir gehen shopping. Oh no, jetzt er sucht. Die sehen nicht gut aus und no, die sehen auch nicht gut aus. Aber oh, vielleicht sehen die gut aus. Vielleicht riecht er einmal daran. Riechen die gut? No, no nicht? Er guckt noch nach einer Mandarinenkiste. No. Er ist nicht wählerisch oder irgendwas in die Richtung. Hast du jetzt eine Kiste gefunden, das dir gut gefällt? Ich wusste, du nimmst diese Kiste. Dann legst du die anderen weg. Aber nicht dein, dein, wo sie ihn gehören. Hat keiner gesehen. Das sind Mandarinen. Ganz, ganz viele Schmuckiputtis haben gefragt, was ein Pomelo. Wir können ein anderes nehmen. Wir nehmen das Pomelo. Das, ihr Schnuckiputtis, ist dein Pomelo. Es ist sehr lecker. Sieht scheiße aus, schmeckt scheiße. Es schmeckt voll lecker. Es ist wie ein Zitronen ohne Saft. No, es ist überhaupt nicht so. Nimm es mit. Ihr Schnuckiputtis, zu Weihnachten, wir machen ein großes Lebkuchen aus Verzierungswettbewerb. Ich gewinne. Und dafür, wir kaufen jetzt Dekoration. Ich gewinne. Ich habe die schöne Dekoration. Ich kaufe. Oui? Sachen zum Dekorieren. Es gibt hier kleine Teddybären. Die wohnen in dem Haus. Und kleine Mäuse. Ich möchte eine Eule für auf die Ausaben. Killer-Teddys. Killer-Teddys, ernsthaft? Im Prinzessinnen-Schloss-Lebkuchenhaus. Ich muss nur das Gummiding da rauskriegen, ohne dass ihm die Arme abfallen. Und dann das Messer reinstecken. Keine Ahnung, keine. Das klingt sowas von falsch. Aber ja, mach das. Rollfondant-Banane. Ultra ekelhaft, oder? Guck mal, hier sind die ganzen Sachen zum Verzieren. Hier sind so Liebesperlen und so rosa Perlen. Und Tropfen. Und so Schmetterlingssachen. Was wir wollen? Ich habe Killer-Teddys. Ich habe 12 Killer-Teddys. Die befallen das Haus. Für die Teddys oder wofür willst du Möhren? Keine Ahnung, die sind aus Marzipan, zur Not esse ich die selber. Nee, die sind nicht aus Marzipan, das sind so ganz harte, oder? Ach doch, aus feinem Marzipan, ich nehme alles zurück. Wenn mein Killer-Teddy Hunger auf eine Möhre hat, ja, braucht er eine Möhre. Man muss für alles gerüstet sein. Das habe ich gesehen. No, nix. Guck mal, hier gibt es Glitzerflakes. Und Goldstaub. Hier gibt es Mustaches für dein Teddy. Jetzt ist etwas groß für dein Teddy, aber es wäre witzig. Das ist ein bisschen sehr groß. Oh, geil. Aber warte mal. Oh, jetzt kommt's. Wenn ich dem Teddy. Moment. Wenn ich dem Teddy. Wo hast du den Schnauzer her? Hier. Sonnenschnauzbart gebe. Es ist der mexikanischste Killer-Teddy, den du je irgendwo das ist richtig, gesehen hast. Aber dann, er braucht größere Augen. Pass auf. No. No. Ich ahne Schlimmes. Dann ist es, sein Teddy nicht mehr existent. Diesen hinter Teddy den Bär, Augen. Gebe ihm diese Augen, diesen Schnauzbart und dazu dieses Messer und dann isst er eine Karotte. Hilfe. Für Teil 2 gibt es hier so wahnsinnig viele Gummibärchen. Ich glaube, ich bin im absoluten Paradies gelandet. Der Kerl packt schon wieder alles Mögliche ein. Muss man immer aufpassen. Was hast du da? Baumstämme. Ja. Und da drauf? Früchte. Früchte auf meinem Baumstamm. Es wird ein Baum. Okay, ich bin sehr begeistert. Guck mal, das sind Pinky und Lilly.
noch mehr Eulen. Ich weiß noch nicht, ich muss mich mal entscheiden. Kennt ihr die Dinger, die unten flach sind und oben drauf so leicht gewölbt und da so bunte Kugeln drauf sind? Die will ich! Und ich möchte Smarties. Viele, viele, und das sind mit Schachteln. Ich möchte so eine Packung Smarties, nicht so Schachteln. Da auch Schachteln sind. Ja, aber da hast du fünfmal so viel Müll. No, no, no. Leg es zurück. Du kannst die Schachteln mit verbauen. Ich finde ohne Schachtel. Oh, sind Süßigkeiten über Süßigkeiten. Und falls man noch nicht genug hat, gibt es ja auch noch Süßigkeiten. Es gibt sogar Süßigkeiten mit Alkohol. Ja, wir brauchen mehrere Rollen. Und da unten sind Schokolinsen. Hier muss es auch irgendwo das geben, was ich meinte. Das mit dem Glitzer oben drauf. Boah, ein Erfrischungsstäbchen als Dachlatten oder sowas in die Richtung. Die Idee ist nicht schlecht. Und als Zaun. Ey, das ist meine Idee. Darfst du nicht klauen. Und wie ich das darf. So. In den ganzen laufen wir auf der Straße, da wollen wir da. Wissen Sie, wie das heißt? Sagt die Verkäuferin gerade. Wissen Sie, wie der da heißt? Ich sag Gurke. Und sie guckt fragend. Nennen wir ihn Alfred. Es ist eine Landgurke. Alfred. Es ist eine Landgurke. Der Landgurke. Lass uns mal von der Straße runter. Naja, auf jeden Fall ist unser Einkauf hier. Wir haben ganz viel auch Obst und Gemüse gekauft und noch mehr zum Verzieren. Am Samstag. Nehmen wir der Landgurke auch zum Verzieren. Ui, du kannst nehmen, aber ich nehme meinen Salat. Jetzt wird es hier laut, ich hoffe, ihr hört uns noch. Am 24. erwarten wir euch alle zum großen Lebkuchen-Gestaltungswettbewerb-Dingens. Ja. Gedöns, da drinnen rein. Da drinnen rein. Wir freuen uns auf euch. Habt einen ganz wundervollen Tag bis dahin. Sag tschüss. Tschüss.